Hi, so langsam beginnt sie, die Weihnachtsmarktzeit, und da findet ihr auch immer die Stände mit den gerösteten Maronen. Und wie ihr das zu Hause auf eurem Grill ganz einfach selber machen könnt, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere gerösteten Maronen brauchen werden. Ja, los geht es natürlich mit den Maronen. Die bekommt ihr momentan im gut sortierten Gemüsehandel zwischen 8 und 10 Euro das Kilo. Dann werde ich das heute wieder auf meinem kleinen Kopf Gas machen, denn es ist nur eine relativ kleine Portion. Euren Grill müsstet ihr halt für indirekte Hitze vorbereiten. Das heißt, es geht also ganz normal auf eurem Kugelgrill, auf eurem Gasgrill, solange er eben für indirekte Hitze vorbereitet ist. Indirekt heißt also, ich werde auch wieder hier dieses Garkörbchen benutzen, damit eben die Maronen nicht direkt auf dem Grillrost liegen müssen. Die Maronen bereite ich jetzt vor, und wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Während mein kleiner Gaskopf jetzt schon mal vorheizt, euren Grill zu Hause müsstet ihr also auf 200 Grad vorheizen, habe ich also jetzt hier die Maronen und ein scharfes Messer. Und damit müsst ihr die Maronen einschneiden bzw. einritzen, weil die werden sich, wenn sie heiß werden, ausdehnen. Und würden, wenn ihr sie nicht anritzt, im Grill explodieren. Das ist dann nicht so schön. Deswegen einfach so ein kleines Kreuz oben rein und auf den Rost legen schon mal, damit ihr es aus dem Weg habt. Und jetzt bereite ich alle anderen Maronen vor und dann geht's weiter. Die Maronen sind jetzt fertig vorbereitet. Der Grill ist vorgeheizt. Wie gesagt, euren Kugelgrill heizt ihr bitte auf 200 Grad vor. Und jetzt kommen die Maronen auf den Grill. So, Deckel drauf, und jetzt bei 200 Grad für 20 bis 25 Minuten indirekt auf dem Grill garen lassen, und dann schauen wir sie uns nochmal an. 25 Minuten später sind unsere heißen Maronen fertig. Ich nehme mal den Deckel ab. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es riecht hier im Carport, ja nicht nach Weihnachtsmarkt, aber es riecht auf jeden Fall nach gerösteten Maronen. Und ja, dann schnappe ich mir jetzt mal so eine. Die sind natürlich jetzt heiß, aber so ist es auf dem Weihnachtsmarkt auch. Und dann schäle ich die jetzt mal und dann probieren wir. So, da ist ja also unsere geschälte Marone, und ich stehe hier direkt über den anderen Maronen und es riecht fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, ist es jetzt mal Zeit zum Probieren. Vorsicht, die sind heiß. Wird der stampfen? Richtig gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mir einen freundlichen Kommentar hinterlasst. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, wäre das toll, wenn ihr das jetzt hier oben in der Ecke nachholen würdet. So verpasst ihr keine Folge mehr, und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr mit einem neuen Video. An alle anderen Abonnenten danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen.